Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Die Reise nach Nordland. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, wo wir unsere Schiffe langsam nach oben transportieren, so dass wir uns eine Armee aufbauen können und dann weiter Richtung Norden gehen. So ein bisschen lauter können wir noch machen. Ich schätze mal, die Armee wird nicht ausreichen. Da, du darfst darüber gehen, ins Kundschafter. Wir bauen hier einmal noch mehr Bäcker, sodass unsere Armee auch hier oben gut hantieren kann. Bruchstein, du darfst gerne hier hingehen. Weil das Thema ist, ich möchte nicht, dass unsere Arbeiter irgendwann sagen, oder unsere Soldaten sagen, jo, ich habe hier kein Essen mehr, weil das Essensproblem hatten wir oft genug. Und da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Deswegen produziere ich hier schon mal ein paar Bäckereien. Einen Bienenstock dazwischen, einen Brunnen hier hinsetzen. So, dass wir einfach schon mal genügend Ressourcen und sonstiges haben. Eine Mühle haben wir. Ich kann noch eine zweite bauen. Jetzt da oben hin. Unten kann ich noch einen Bäcker setzen. Hier noch mal einen hin, zwischen rein noch einen Brunnen und noch einen Bienenstock. Hier habe ich noch mal zwei Bäcker, die ich besetzen kann. Zivile Schuhe dürfen da rüberlaufen. Die zivilisten dürfen auch darüber. Wenn wir schon mal da oben genügend Brote und Mehl und sonstiges produzieren, dann sollte es ein geringeres Problem sein. Dann können wir auch genügend Soldaten bauen. Ohne irgendwelche Probleme. Weil ich habe echt keine Lust, dass wir jetzt, wenn wir hier oben unsere Armee aufsetzen. Ich werde auch gucken, wie viele Tränke er schon mal hat. Hier sind 6 Soldaten, ihr kriegt Eisensperre, wir dürften eigentlich genug haben. Ja, 25. Aktuell sind zwei Bäcker nicht beliefert. Nicht hier aber noch direkt ein Lagerhaus bauen. Und hier oben noch ein Lagerhaus. Wir haben noch ein paar Zivilisten. Dass wir da generell mehr Brot produzieren bei 25. Und wenn wir dann eine größere Armee haben, ist das jetzt nicht so nice. Nach oben. Endlich Kuchen. Nein, ich will nur diesen einen Bäcker haben. Du bist ein Bauarbeiter. Nein, bin ich weg. Du reparierst jetzt einfach mal diesen Wachturm. Das ist mir schon ziemlich wichtig. Andocken. Wir haben gesagt, hier drüben.
Dann darf der einfach mal da hochfahren. Wir haben hier schon gesehen, hier hat es ein Schiff. Du bist ein Träger. Und nochmal ein. Drei Stück, da drüben sind auch drei Stück drin. Abbauer Bruchstein, du darfst hier rüber gehen. Ein Militär brauchen wir gerade nichts. Ein Lagerhaus wäre vielleicht noch mal schön. Hier unten. Eins. Zwei. Und drei. Genau, wunderschön bis eins, eins bis 13, beziehungsweise so, dass das Ganze läuft. Die Frage, wo die ganzen Soldaten rumrennen. Lagerhaus. Können wir noch mal irgendwo ein Lagerhaus hier bauen? Da drüben halt. Das rentiert sich nicht. Ah, da sind die ganzen drin. Du darfst aber mal das bauen, den Schreiner, dass wir da oben die Schiffe produzieren. Das nächste Schiff sollte eigentlich demnächst mal ankommen. Ja. Produzieren auf jeden Fall schon mal gut Kuchen und Brot. Deswegen brauchen wir die Lagerhütten. Ich kann noch zwei Zivilisten direkt zu Müllern machen. Ups, ein paar viele. Ich guck mal, hat hier Pilze oder sowas? Nee. Nein, leider nicht. Naja. Ist ja auch nicht allzu wild. Die Insel wäre wahrscheinlich auch nochmal interessant, aber brauchen wir nicht dringend. Wir haben ja schon mal eine kleine Armee hier unten stehen. Abbau Gold. Ihr habt da oben noch ein bisschen. Er darf das Holz auch noch mit anfangen abzubauen. Der Müller darf schon mal schön da hochgehen. Und dieser Müller darf auch da hoch. Dann kann ich hier vielleicht noch einen Bauarbeiter wegnehmen, der wohl schläft. Darf ich hier schon mal das Lagerhaus bauen. Und der Teil darf das Lagerhaus bauen. Und der Olaf darf das Lagerhaus bauen. Dann sind die Lagerhäuser schon mal ready. Alle raus. Wir nehmen unseren Helden. Er darf die weiteren Schiffe nach oben transferieren. Okay, das ist ein Schiff. Oben brauche ich eigentlich keine Schiffe mehr. Das sollte eigentlich von der Menge her reichen. Wir brauchen halt
mehr Soldaten. Wir haben tatsächlich so viele Ressourcen überall rumliegen noch. Das ist ja echt heftig. Kuchen. Okay, eigentlich Nahrung dürften wir genug haben. Und dürften mittlerweile auch von allem genug haben. Aber ich will halt die Schiffe rüberfahren. Dass wir halt wirklich keinen weiten Weg haben. Gut, auch dahin dann. Ich würde sagen, wir beschleunigen mal. Dass unsere ganzen Gebäude gebaut werden. Du stirbst bald vor Hunger. Ja, dann geh doch und hol dir ein Brot. Also manchmal spacken diese Bauern echt dermaßen. Das ist ja schlimm. Langschwörter, jetzt auch noch so drei dazu. Ist das noch genug? Ah, ne, ist ein Kurzschwerte. Langschwerte hat's da hinten. So, dann da dürfen die sich einmal Wappenröcke holen. Du darfst dir einen Langbogen holen. Ah, Leute! Die Gegner kommen. Mal schauen, wo sie wieder landen. Stimmt, schon wieder fast vor Hunger. Unglaublich. Setzen wir halt noch einen Wegweiser hin. Zack, zack. Langschwertkämpfer darf dahin. Also die Bauarbeiter dürfen nun als nächstes den Turm bauen. Es kann auch sein, dass jetzt der Turm abgerissen wird. Durch den gegnerischen Angriff. So, diesen Angriff haben wir erfolgreich überstanden. Dieser Langbogenschütze gehört bestimmt irgendwo da rein. Keine Ahnung, wo der hingehört, aber jo. Eins raus, drei raus und das hier drüben war noch. So, die Leute dürfen wieder rausgehen. Alle mit drei dürfen hier oben hin. Die gehören jetzt einfach zu fünf. Fünf ist alles hier. Diese Abbauer, Langschwertschmied, Müller, Bruchstein.
Gute Frage, was mache ich mit den ganzen Träger, Träger, Zivilisten? Zivilisten können wir wieder auch rüber schicken. Wir dürfen einmal den Wachturm bauen und da darf schon mal einer hin. Ich möchte natürlich auch, dass die Wachtürme gebaut werden. Ich frage mich, kommt da denn jetzt immer nur einer oder kommen da nachher auch mehrere? Schon wieder Hunger. Er hat den Weg nicht gefunden darüber. Also manchmal sind die Leute echt, naja, ein wenig dämlich. Er stirbt bald vor Hunger. Dann geh runter und hol dir Essen. Hier sind so viele Bäckereien. Ich frage mich, kommen die immer nur mit einem Schiff oder kommen die auch mit mehreren Schiffen? Da sind vier, die hier sind vollzählig. Diese acht dürfen natürlich dann direkt nach unten in den Turm. Diese acht dürfen in den anderen Turm da unten. Für einen Langbogenschütze durch da rein. Perfekt. Sobald dann die Türme hier unten fertig sind, der hier ist ready. Ist auch ready. Fängt schon mal einer anzubauen. Hier stehen alle rum. Ja, auch da runter gehen. Haben wir hier hinten noch einen Turm? Ne, die wurden gebaut. Hier oben sind auch ready. Also werden die nach den zwei Türmen die Bäckereien oben bauen. Sehr gut. Wir haben hier oben schon mal vier Schiffe, was auch sehr nice ist. Holen aber noch die anderen Schiffe nach und nach hoch. Dieses Schiff darf dann auch daneben hin. Tatsächlich werde ich alle bis auf unseren Helden mitschicken, weil es ist mir zu gefährlich, dass unser Held stirbt. Hätte ich echt gar keinen Bock drauf. Deswegen schicke ich dann lieber die Armeen, wo da oben sind. Beiträge stehen bisher bloß blöd rum. Die Bäckerei ist auch ready. Haben wir noch zu belichten? Drei Stück. Wir haben echt nur noch drei zu belichten. Naja, ist ja nicht wild. Abbauerholz. Du hast da oben angefangen. Ja, wir versuchen sie eigentlich, bevor der nächste Angriff kommt, zu überrennen. Träger, Müller, Bäcker. Okay. Also die sind fertig. Mal schauen, ob sie jetzt dann hier oben irgendwo reingehen. Da sind schon mal zwei, da sind zwei, da sind zwei. Der Bauarbeiter darf schon mit der Mühle anfangen.
in diese Schreinerei für den optischen, für das optische Know-how. Dürfen natürlich dann auch noch mal ein paar hoch. Komm, du einer Bäcker. Du bist doch bestimmt auch gleich ready. Yes, er ist ready. Und auch da rein. Bruchstein, das hier anfangen. Okay, das eine Schiff ist schon mal weg. Wie schon? Fischer, wir machen es diesmal anders. Das hier arbeiten und er hat ein großes Feld, wo er davor arbeiten darf. Unglaublich. Kann ich nicht noch weiter rüber schicken? Reicht es? Damit er die Fische hier, ja, anscheinend. Machen wir selber mit dem. Sehr schön, eine Bäckerei nach der anderen Bote jetzt gebaut. Bruchstein, die Müller stehen da bloß blöd rum. Ausrüstung. Das machen wir, bevor wir in den Krieg ziehen. Wir sagen aber Extras, holt euch Schuhe. Für die, wo noch keine Schuhe haben, dürfen sich jetzt Schuhe holen. Da oben steht ein Müller. Da steht da oben der Müller. Wer weiß, was die alle vorhaben. Aber wenn hier nochmal die Abbauer schnitt zu scheißen. Durch Fischer und das rüberlaufen. Ich bin am überlegen, ob ich die Katapulte mitnehme einfach. Einfach mal dahin. Zack, zack. Wie sieht es mit euch aus? Ach, ihr habt hier immer gegessen. Ah. Okay, sehr gut. Die Frage ist, ob ich nicht einfach in jedes ein Katapult stecken sollte. In jedes Schiff, das ich hochfahre. Bei 5 Schiffe, 5 Katapulte werde ich jetzt erstmal hochschicken. So dass ich nochmal 2 zur Reserve unten habe. Dann müsste ich hier oben aber noch einen Waffenbauer bauen. Machen wir jetzt einfach. Waffenhütte 2. Bauen wir hier oben hin. Sollten eigentlich die Leute hier durchkommen. Jetzt wird eh dieser Bruchstein erbaut. Dafür
drüben Eisen abbauen und Stein. Das ist eine Bombe schon im Weg. So, wird doch noch mehr machen. Ah, okay. Die haben dann Gebäude fertig und bauen direkt die Waffenschmiede. Die Waffenhütte. Dann brauche ich hier aber nochmal Waffenbau-Katapult. Kann ich schon mal zwei Bäcker voll machen? Kuchen, Kuchen. 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 Er braucht Holz und Eisen. Ein Bauer. Einfach mal nur drei Katapulte. Aber noch mal ein Bäcker. Also die ganze Insel besteht nur aus Bäckereien. Ab dem Zeitpunkt, wo wir genügend Bäcker haben, damit unsere Bevölkerung ja, genug Essen hat, das sind dann alles nur noch Bäcker. Und die sind dann eigentlich so voll, dass man eigentlich keine mehr bräuchte. Ich habe keine Lust, das Ganze rüber zu transferieren immer. So, alle raus. Unser Held darf hier zu den Steinen stehen. Die 5. Ihr habt alle Waffenröcke, ihr habt alle Schuhe. Und ich alle noch Met. Wir sagen einfach, gut, ich alle Met. Soll ich noch eine Brauerei hier oben bauen? Just for fun. Nee, brauche ich nicht. Gehen alle und holen sich Met. Wenn es langsam ausgeht. Aber was soll's. Sie kann unsere Brauerei nämlich nachproduzieren. Möbel. Holzsperre. Noch Holzwerkzeuge vielleicht noch dazu. Ja, Holzsperren sind insgesamt auch genug. Dann hau ich die 15 hier halt. Auch noch zu 5 dazu. Waffe, Eisenspeer. Die 15, wo ich dann hier unten habe, die dürfen dann Bogen machen. Haben sich jetzt ein paar Langbögen gegönnt. Oh, eine Waffenröcke. Das gegnerische Schiff kommt.
Frage ist, reicht das hier aus oder bräuchte ich noch mehr Soldaten? Ich kann ja dann die 5er noch da unten schicken. Wir schicken mal, reicht das? Ich weiß es nicht. Wir sehen es ja gleich zeittechnisch. Okay, da kann man nochmal einen Turm bauen, den dann nochmal bestücken mit Leuten und dann sollte es eigentlich ausreichen. Also die landen jetzt an einem anderen Ort. Glaube ich nicht. Bei 5 haben wir jetzt 88 Leute. Würde für den ersten Angriff reichen mit 5 Katapulten, beziehungsweise, ja, doch. So, dann machen wir das hier noch voll und das hier noch voll. Und hier auch noch. Und hier auch noch. Und so viele Zivilisten. Unsere Armee steht bereit. Okay, die kommen immer an denselben Ort, also ist das gar nicht dumm. Den Schiff wird auch angegriffen. Ich glaub's nicht. Das Schiff ist weg. Ja, was wird angegriffen? Schiff weg. Mal gucken, ob nachher noch ein anderes kommt. So, die Leute kommen wieder raus, ohne Probleme. So, 5. Dürften jetzt eigentlich Waffenrohr kommen. Ihr 5er Soldaten. Dürft ihr da hoch? Die Bäckereien produzieren hier schon mal, der Fischer produziert auch. Die Frage ist, wo landen wir, wenn das hier die ganze Insel ist? Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben 2 Angriffe abgewehrt, haben unsere Wirtschaft oben nochmal ausgebaut und ein paar Einheiten ja ausgerüstet, produziert. Und ja, lasst gerne einen Kommentar, Like oder sogar ein Abonnement da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.